So, und jetzt haben wir einen Traumjob. Also Sie sagen Ihnen, dass Sie ihn haben. Aber er kann auch nervenaufreibend sein. Thorsten Hansen und Carsten Brunner aus dem Saarland sind Notfallsanitäter beim Deutschen Roten Kreuz. Und zu Beginn ihrer Schicht wissen sie nie genau, was alles auf sie zukommt. Und Unfälle, bei denen Rettungskräfte gebraucht werden, ja, die passieren leider auch am Wochenende. Carsten Brunner und Thorsten Hansen auf dem Weg zum Einsatz im saarländischen Püttlingen. Samstagabend, kurz vor 19:30. Ein Mann hat den Rettungsdienst gerufen, seine Frau ist im Garten gestürzt. Mehr wissen die beiden noch nicht. Bleiben Sie ruhig sitzen. Was ist passiert? Sie sind gefallen. Wo denn? Bitte. Himbeeren wollte sie pflücken, dann ist sie ausgerutscht. Sie hat Schmerzen im Rücken und muss in die Klinik. Selbst zum Krankenwagen laufen kann sie nicht. Ist noch Aspirin dabei? Aspirin? Ja, dann machen wir das folgendermaßen. Wir haben da so ein Stühlchen, da setzen wir sie drauf. Wenn das machbar ist, von den Schmerzen her, wenn nicht, müssen wir uns was anderes überlegen. Der Blutdruck der Frau ist normal. Gut, Frau Kunz. Können nicht so, sie sind schlimm. Ne? Also die Patientin ist gestürzt, wohl auf die linke Hüfte, hat dort jetzt Schmerzen. Knöchern habe ich jetzt keinen Anhalt für einen Bruch feststellen können. Letztendlich sicher sein kann man aber erst nach dem Röntgenbild. Um das anzufertigen, fahren wir jetzt ins Krankenhaus und dann wissen wir gleich mehr. Vorsichtig wird die alte Dame von Brunner und Hansen auf eine Liege gehoben und in den Krankenwagen gebracht. Auch wenn Brunner nicht glaubt, dass etwas gebrochen ist, ganz ausschließen kann er es nicht. Geht schon. Ohne Schmerzen. Im Krankenhaus müssen die beiden kurz mit der Patientin warten, bevor es für sie weitergeht. Trotz Schichtdienst und Nachtarbeit, die Arbeit beim Deutschen Roten Kreuz, sein Traumjob, sagt Carsten Brunner. Dass man nicht immer dasselbe hat, sondern dass man eigentlich, wenn ich rausfahre zu einem Einsatz, weiß ich noch nicht, was passiert die nächsten 10 Minuten, wie muss ich reagieren, wie kann ich dem Menschen am ehesten helfen. Das ist das Reizvolle daran. Kurze Zeit später, der nächste Notfall für das Team vom DRK. Eine Frau hat einen Krampfanfall erlitten, heißt es. Alles gut jetzt. So. Dann lassen wir mal ein bisschen Flüssigkeit drin laufen. Und dann gucken wir mal, ob sie sich in den Stuhl setzen kann. Fertig? Und hoch. Carsten Brunner versucht, die völlig aufgelöste Frau zu beruhigen. Super. Die Frau bekommt ein Beruhigungsmittel gespritzt. Der Anfangsverdacht, er bestätigt sich nicht. Wir sind davon ausgegangen, dass sie einen Krampfanfall hat auf der Anfahrt. Bei der ersten Informationsgewinnung sah das ein bisschen anders aus. Es handelt sich wohl um eine Streiterei innerhalb der Familie, woraufhin sie dann hyperventiliert hat und dann einfach einen laienhaften Nervenzusammenbruch hatte. Die Fahrt im Rettungswagen, eine Ausnahmesituation für jeden Patienten. Die Frau kommt mit ins Krankenhaus zur Beobachtung. Luft ist in Ordnung, tief einatmen, ist gut, bisschen eng, Schmerzen, ups, schön langsam. Wichtig für ihre Patienten, Brunner und Hansen stellen eine Verbindung zu ihnen her, sie müssen Ruhe ausstrahlen, jedes Mal. Die Patienten rufen uns, sie sind dann aufgeregt, wenn man kommt, ist irgendwas passiert und man muss der Patientin halt auch genau sagen, was hat man gemacht oder was macht man mit ihr, was passiert mit ihr, wo fährt man hin mit ihr? Und dann beruhigt sie sich auch ziemlich schnell. Kurz vor Mitternacht der nächste Einsatz. Ein Jugendlicher liegt bewusstlos vor einer Diskothek. Es muss schnell gehen. Brunner und Hansen sollen spätestens 12 Minuten nach Auslösen des Notrufs beim Patienten sein. Alles klar. Gekotzt, ja. Die beiden verschaffen sich einen kurzen Überblick. Der Junge ist 16, stark alkoholisiert, kaum ansprechbar. Bleib so liegen, bleib liegen. Bleib mal hier liegen. Nicht, dass du vorne runterfallst, junger Mann. Wie hoch der Alkoholgehalt im Blut des 16-Jährigen ist, können Brunner und Hansen nicht feststellen. Dafür muss er in ein Krankenhaus. Jo, müssen wir mitholen, ja. Nützt dir nichts. Der junge Mann hat ein bisschen zu viel Alkohol getrunken, hat wohl auch noch andere Drogen konsumiert, ist dann hier niedergekommen, hat mehrfach erbrochen. Wir müssen ihn jetzt auf eine entsprechende Kinderstation bringen, weil er noch minderjährig ist. Die Eltern erreichen wir nicht. Eine halbe Stunde Fahrt bis zur Kinderklinik. Drogen und Komasaufen bei Minderjährigen, keine Ausnahme im Arbeitsalltag eines Notfallsanitäters.
So, Essen haben wir leider im Moment nichts. Also, hat auf irgendeiner Feier ein bisschen zu viel Alkohol konsumiert. Das passiert leider viel zu häufig in letzter Zeit. Woran es liegt, keine Ahnung. Aber es ist oft so, dass die jedes Maß und Ziel verlieren und dann saufen, was reingeht. Der kindliche Körper kann damit noch nicht umgehen, der Erwachsene ja schon teilweise nicht. Und dann liegen die da. Die Eltern des 16-Jährigen konnten Brunner und Hansen bis zum Ende ihres Einsatzes nicht erreichen. Der Junge wird die Nacht in der Kinderklinik verbringen. Für das Team vom DRK geht es weiter zum nächsten Patienten.